Hallo, ihr Lieben. Wir brauchen Glauben und Vertrauen. Das ist ganz wichtig, um lebendige Spiritualität zu leben. Glauben, Vertrauen deswegen, weil in dieser geistigen Welt ist so viel möglich, ist alles unbegrenzt, unlimitiert. Wir haben alle Möglichkeiten, Potenziale ohne Ende, das immer zu erfüllen, wahrzunehmen, aus dem Herzen zu schauen, mit diesen anderen Augen zu sehen, mit dem dritten Auge, was mit dem tieferen Auge zu sehen und wahrzunehmen und kennenzulernen. Wirklich wichtig ist das kennenzulernen, was ist hier alles möglich, was können wir wie verändern. Und das folgt nie der Rationalität des Verstandes. Und deswegen lohnt es sich, in eine lebendige Spiritualität einzutauchen, um aus der Form zu gehen. Sei es jetzt an Krankheit, sei es an Hindernissen, ich glaube nicht daran. Das ist nicht die Wahrheit. Mein Glaube ist, es ist alles möglich. Ich habe Potenziale, ich bin gesund, ich bin das. Du kannst dann alles wirklich richtig in die Form bringen. Aber die Zeitqualität bestimmst nicht du, das ist die göttliche Ordnung. Und die Zeitqualität hängt von einem Herzensglauben ab. Bis dann, das war Sophia.